Ich esse eine Tüte. Das ist ja so peinlich. Ja, frag mich mal. Das war knapp. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes, wie immer. Ich habe nichts mit dem Video zu tun. Hella hat sich das ausgedacht. Ich habe es auch noch nicht verstanden. Erklär mal bitte. Ich fand die Idee so cool. Und zwar werden Instagram-Filter heute unser Leben bestimmen. Und wie soll das funktionieren? Zeig's dir einfach mal. Wir werden jetzt erstmal von dem Instagram-Filter bestimmen lassen, was wir überhaupt anziehen werden. Das ist aber TikTok und nicht Instagram. Ja, ist doch egal. Also TikTok bestimmt unser Leben, oder TikTok-Filter oder Instagram-Filter, ist egal. Also hier sind jetzt die unterschiedlichen Kleidungsstücke im Filter. Und jetzt werde ich den gleich auslösen und dann versuche ich, irgendwas Ähnliches bei mir im Schrank zu finden. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, es gibt so einen Filter auch noch für Männer. Ich muss eine kurze Hose anziehen. Es ist halt kalt draußen. Okay, ich versuche jetzt sowas Ähnliches anzuziehen. Also Tom, ich fange jetzt an mit dem Hoodie. Schau mal, der sieht doch schon so gut aus. Muss halt deinen nehmen, aber der soll eh so oversized sein. Dann brauche ich eine kurze Hose. Das ist noch die, die am nächsten kommt. Ja, die ist gut. Und dazu brauchst du noch so ein rosanes Hemd oder Oberteil. Ich habe, glaube ich, nicht so ein Hemd, aber ich glaube, am nächsten kommt tatsächlich dieses Reitoberteil von mir. Ja. Es kommt dem schon am nächsten aus meinem Kleiderschrank. Ja. Also das werde ich anziehen und dazu brauchst du noch eine schwarze Handtasche. Ja, die ist gut. Und dann brauchst du noch weiße Schuhe. Die hast du ja genug. Die habe ich. Beziehungsweise dreckig sind deine alle. Dann zieh ich mal dieses wilde Outfit an. Und ich? Was muss ich anziehen? Du musst dir noch einen Filter aussuchen. Während Hella sich hier fertig macht in ihrem tollen Outfit. Es ist halt so komisch. Bei dem Filter ist irgendwie gefühlt Winter und gleichzeitig Sommer. Ja. Ich habe einen gefunden, der zeigt mir zwar nicht, welches Outfit ich anziehen soll, aber welche Farben. Weil andere gibt es leider nicht für Typen. Outfits Color Combos for Today. Hoffentlich irgendwas Schlichtes. White and Green. Grün und Weiß. Die Farben von Werder Bremen, mein Lieblingsfußballverein. Perfekt. Du kannst ja so ein Fußballoberteil. Du hast doch so eins, Tom. Stimmt. Du kannst einfach das hier anziehen. Ja. Ich kann das auf jeden Fall anziehen. Aber weiß, ich habe auch keine grüne Hose, oder doch? Diese grüne Hose. Und irgendwas Weißes brauchst du ja noch. Ich habe halt nur weiße T-Shirts und Socken. Also vielleicht muss ich doch ein weißes T-Shirt anziehen, weil ich habe nichts anderes Weißes. Ja, dann zieh das doch an. Hier, da ist noch ein grüner Pulli. Soul Horse Pony Club. Den könntest du auch ansehen. Der ist mir, glaube ich, ein bisschen zu klein. Oh Mann, wieso haben wir keinen weißen Pullover? Gut, jetzt bin ich schon mal weiß-grün. Und jetzt muss ich gucken, ob ich in diesen Pullover reinpasse. Du wirst halt safe reinpassen. Ich hoffe nicht. Du ziehst einfach meinen Pullover an und ich habe deinen an. Ja, aber bei dir sieht es nicht so schlimm aus wie bei mir. Es ist schon ein bisschen eng. Ich wollte heute noch zum Friseur gehen, aber so traue ich mich nicht zum Friseur. Ich brauche ein grünes, besseres Oberteil. Ich habe noch diese grüne Jacke von dieser Reitmarke. So, was machen wir jetzt? Frühstücken. Frühstücken. Gibt es einen Instagram-Filter, der unser Essen bestimmen kann? Der unser Essen vielleicht direkt kochen kann? Das wäre schön. Ja, das wäre am besten. Wow, hier stehen wir jetzt in unseren tollen Outfits. Unglaublich. Ich fühle mich super wohl. Lügen darf man nicht sagen. So, hast du noch einen Filter rausgesucht für Essen? Hier ist ein Witch Food Item bei Julia. Okay, diesen Effekt benutzen. Auf die Plätze, fertig. A glass of milk. Ein Glas Milch. Okay, kann ich nochmal machen? Ja. Was kann ich dazu essen? A Vanilla Milkshake. Jetzt trinke ich Milch und einen Vanillemilchshake und Fries? Ich soll Pommes zum Frühstück essen? Oha. Also Milch mit Pommes. Da müssen wir Pommes kaufen. Ja. Oder haben wir noch welche in der Gefriertruhe? Ich schau mal. Ja, schau mal. Ich mach mal Milch. Und bring das Vanilleeis mit. Daraus mache ich mir einen Milchshake. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal keine Milch. Das heißt, wir müssen einkaufen gehen. Keine Pommes, aber dafür Vanilleeis. Ja, wir haben aber auch keine Milch. Das heißt, ich muss eh Milch einkaufen. Dann mach du jetzt erst den Filter, bevor wir noch was kaufen müssen. Okay. A Chocolate Chip Cookie. Ey, sowas könnten wir vielleicht sogar da haben. Und als nächstes, a bag of something. Was ist das? Irgendwas. Ich esse eine Tüte. Nee, irgendeine Tüte mit irgendwas drin. Du kannst dir irgendwas aussuchen, irgendwas, was in der Tüte ist. Aber das ist ja nice. Ja, das ist echt nice. Okay, mach noch einmal oder bist du davon satt? Du musst ja auch was trinken. Hella, ich gebe dir einfach was von meinem Milchshake ab. Ja, ich wir gehen jetzt einkaufen gut. Und kaufen Milch, Cookies und Pommes. Und a was bag of something. Schön. Was auch immer das ist. Alright, dann lass uns einkaufen gehen. Hast du da? Das ist ja so peinlich. Ja, frag mich mal, Hella. Ja, ich habe eine kurze Hose an. Ja, guck mich an. Ich bin niemand fast bauchfrei. Bei und habe einen Pony auf meinem Pullover. Wir sind jetzt gerade losgefahren. Wir waren eigentlich schon auf dem Supermarktparkplatz. Und dann ist uns eingefallen, es gibt einen Laden, wo es eigentlich alles gibt, was wir zum Frühstück essen sollen. Und da gibt es auch eine Überraschungstüte. Der ungesundeste Laden. Ja, McDonald's. Ich hätte gern einmal ein Happy Meal, dann eine große Pommes, einen Milchshake, einen Cookie. Mm. Schmeckt's? Es ist ein Bag of something. Ein Bag of something. Was ein gesundes Frühstück. Probier jetzt mal den Vanillemilchshake. Schmeckt nicht gut. Der hat so einen leichten Kaffeegeschmack. Probier mal.
Also du darfst eigentlich nicht, aber probier mal. Das ist das Karamell da drin. Karamell? Ich habe einen Vanillemilchshake bestellt. Wir fahren jetzt ins Büro. Jetzt will ich sehen, was in deinem Happy Meal. Ach da, Adopt Me. Was ist das denn? Das sieht halt ganz anders aus. Das sieht ganz anders aus. Warum? Kann man das so aufmachen? Hä, das ist ja so ein Fail. Ach, das kannst du so bekleben, glaube ich. Sind hier, guck mal, da sind so... Ja. Du musst das bekleben, damit das so aussieht. Okay, das werde ich jetzt machen. Gut. Man kann sich einen Pegasus daraus machen. Wow. Dann esse ich meine Pommes in der Zeit. Und sag mal, welche Augen? Die hier? Oder diese hypnotisierten Augen? Oder die Herzchen? Die Herzchenaugen. Und jetzt beklebe ich den noch Pegasusflügel. Oh, wie süß. Ja, hast du schon mal Leute gesehen, die Pommes in Milchshake tunken? War es nicht irgendeine von deinen Freundinnen, die das macht? Carmen ja. Oder so? Ja. Ich probiere das jetzt. Jetzt nehmen wir mal hier zwei Pommes und tunken die in den Milchshake. Also schmeckt getrennt voneinander, glaube ich, besser. Nee, das nimmt den ganzen Geschmack aus dem Pommes raus. Lieber die Pommes so essen. Wie geht's dem Einhorn? Schaut es euch an. Ist so süß geworden. Und jetzt fehlt ja noch eine Sache. Mein Schokocookie. Schmeckt der? Der schmeckt sehr gut. Was ich ja voll vergessen habe, sind die Äpfel. Also erstmal wird hier das Einhorn gefüttert. Es ist irgendwie lecker. Wir sind wieder zu Hause und Hella hat schon den nächsten Filter ausgepackt und es ist der Future Life. Okay, das heißt, das ist jetzt der Zukunftsfilter. Wie wird deine Zukunft aussehen? Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich auch. Und? Oh mein Gott, ich werde richtig süße Katzen haben. Mm. Dann so ein rotes Auto, das finde ich richtig rot. Schick. Rot? Ja, rot und groß. Das, okay. Das finde ich sehr gut. Das wird mein Haus, gefühlt ein Schloss sein. Oha. Und sechs Kinder. Was wollen wir mit sechs Kindern? Oder und bin ich überhaupt? Lass ich jetzt mal raus. Ich hoffe, du wirst das weiterhin sein und nicht dieser Typi. Weil sechs Kinder finde ich ganz schön viel. Also vielleicht brauchst du doch einen anderen Lover. Also Tom, wir schauen jetzt mal, was bei dir rauskommt. Ja. 18 Kinder? 18 Kinder? Oh was Gott. Was Hölle? So eine Holzhütte? Schrottes Auto? Aber auch Katzen. Ich glaube, wir werden in unterschiedlichen Verhältnissen wohnen. Ja, und unsere Katzen spielen dann miteinander wahrscheinlich. Ich hoffe, dass die Filter einfach nicht die Wahrheit sagen. Weil ich will keine 18 Kinder. Dann haben wir das auch hinter uns. Und Tom, was hast du jetzt gleich vor? Ich muss jetzt zum Friseur. Aber warte, ich möchte einmal kurz schauen, welche Farbe dir am besten stehen würde. Wie, welche Farbe? Ja, welche Haarfarbe? Frisur, ja, Frisurenfarbe. Aber ich mach das nicht. Die Frisur würde mir gut stehen. Hier, wie nennt man die Frisur? Fukuhila? Ja, ich glaube, das heißt Fukuhila. Keine Ahnung. Nee, Fukuhila ist doch das, oder? Ich weiß es nicht. Hier sind unterschiedliche Farben. Den Filter nehmen wir jetzt. Fangen wir mal an mit Rot. Und? Naja, grün. Ey, das passt richtig gut. Also irgendwie ist das nicht alles so das Gelbe vom Ei. Ich glaube, ich belasse es einfach bei meiner natürlichen Haarfarbe. Es gibt doch diese Filter, wo man so wie so ein Opa aussieht. Ich habe jetzt diesen Filter gefunden, wie wir aussehen werden, wenn wir alt sind. Probieren wir es mal aus. Du siehst ja schlimm aus. Weißt du, wie ich aussehe wie der Moderator von Verstehen Sie Spaß? Oder? Nur nicht so gelbe Zähne hat er. So ein bisschen schon. Sieht auch nicht viel besser aus. Vor allen Dingen aber das sieht realistisch aus. Eine creepy Oma. Ich sehe wirklich aus wie eine richtig gruselige Oma. Also wenn ich so irgendwann aussehe, dann heule ich. Sieht schrecklich aus. Peinlich, so gelbe Zähne. Was ist das? Lassen wir das mal lieber. Dann viel Spaß beim Film. Hier, nimm die Kamera, die kannst du hier behalten. Ich nehme diese kleine Cam mit. Okay. Ich habe mir gedacht, ich kann jetzt einfach nicht in diesen Pferdepullover zum Friseur gehen. Deshalb ziehe ich mir eine grüne Jacke an. Es war auch eine Pferdejacke, aber das fällt, glaube ich, nicht so schnell auf. Ab zum Friseur. Ich bin jetzt angekommen bei meinem Friseur, der ist auf der anderen Straßenseite. Und ich habe jetzt nochmal geschaut. Ich habe keinen vernünftigen Haarfilter gefunden, aber ich habe einen sozusagen Nicht-Haarfilter gefunden. Und zwar der Glatzenfilter. Ach du Heiliger, okay, das ist sogar... Oh Mann, Leute, was sagt ihr? Steht's mir? Soll ich mir diese Frisur schneiden lassen? Ich glaube, die kommt irgendwann von selber mit dem Alter bei mir. Hella, bereite dich schon mal drauf vor. So sehe ich irgendwann aus. Ich gehe jetzt rein in den Friseurladen. Gibt's immer einen leckeren Tee. Und das ist David, mein Friseur. Vorher. Vielleicht seht ihr das Nachergebnis. Und da ist das Nachergebnis. Das sieht doch gut aus. Ich bin wieder zu Hause. Und schau mal, wie sehe ich aus? Ganz gut. An wen erinnert dich? Ungewohnt, aber gut. Ja, ich habe heute mal eine andere Frisur. Die hat mir der Friseur so gemacht, ohne dass ich mir irgendwas gesagt hat. Hat. Sprachenlernen Bubble. Und ich finde, es erinnert mich so krass an Hendrik Gottschalk. Ja, stimmt. Das ist Hendrik. Das bin ich. Hendrik. Ich. Hendrik.
Was machst du jetzt hier eigentlich mit dieser Leinwand da? Ich möchte was malen und zwar hat mir ein Zuschauer ja diese Leinwand zugeschickt. Und ich hab mir überlegt, ach stimmt, aus dem Livestream, ne? Genau, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt einen Filter raussuchen werde mit so Emojis. Es gibt doch diese Filter, wo man dann die Gesichtsausdrücke irgendwie hat. Und diesen Gesichtsausdruck versuche ich dann auf die Leinwand zu bringen. Mal sehen, welche Emojis bei mir kommen werden. Die hier, ein Frosch und ein Weihnachtsmann zusammen. Okay. Ja. Das wird ein super Weihnachtsbild. Das ist doch auch schon gut. Guck mal, Hella, der Frosch kann doch der Grinch sein. Ja. Und der guckt dann so mit so einem eingedetschten Gesicht. Und der dann malst du noch eine Elfe oder so. Du malst ein Weihnachtsbild. Okay. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Während Hella malt, habe ich einen weiteren Instagram-Filter gefunden. Und zwar wird es mal wieder Zeit zu essen. Ich habe nämlich seit dem Frühstück, was eine Pommes bei mir war, eine Tüte Pommes, nichts mehr gegessen und den Milchshake. Und ich habe übel Hunger. Das ist der Pasta-Filter, der entscheidet, welche Pasta man dann isst. Fusilli! Ah, also erst habe ich mich gefreut, weil ich so dachte, die haben wir hier auch zu Hause. Aber andererseits dachte ich so, vielleicht essen wir dann mal irgendwelche neuen Nudeln, weil wir essen immer Fusilli, wie man hier sieht. Fusilli. Ich will eigentlich mal was anderes ausprobieren. Aber dann muss ich jetzt nicht mehr einkaufen gehen. Hier ist übrigens unser legendärer Nudeltopf, den wir mal bei Ikea gekauft haben. Und legendär, weil der hat einen Deckel, den man hier drauflegt, dann dreht und dann fällt er nicht mehr ab und hat Löcher, um das Nudelwasser abzugießen. Nein, doch. Das ist einfach das Geniale daran. Hella, ich habe noch einen guten Facefilter für dich. Einen Offline-Facefilter. Der macht dich alt. Nicht dein Ernst. Siehst du, wie du frisch später aussehen wirst? So werde ich halt nicht aussehen. Schau mal, wie weit mein Weihnachtsbild ist. Wo erkennst du das hier wieder? Das erkenne ich hier wieder. Ja, das hier? Noch gar nicht. Den hier? Auch nicht. Den? Hier? Das Gesicht? Nee, das hier ist... Nee, der? Nee, das ist der. Ja, Mann. Ja. Das ja. ist genau der gleiche. Oh, chill. Ja, und okay. Der Frosch ist halt dieser Grinch. Das meintest du zu mir. Ja, aber du musst den Grinch dann mit einem Froschgesicht malen. Ich mag hier einfach unten noch so einen kleinen Frosch hin. Oder der Frosch zieht den Schlitten vom Weihnachtsmann. Das ist okay. Spät. Ich mach jetzt die Oma in den Topf. Rein mit euch, ihr Fusillis. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich muss, glaube ich, noch mehr Fusilli machen. Nein, wir haben nicht noch mehr Fusilli. Naja, welche Soße machen wir jetzt dazu? Basilico, rotes Curry, Bolognese. Ja, das fällt schon mal raus, ist nicht vegetarisch. Und nochmal Basilico. Ich würde sagen, wir machen Mais. Mit Basilico. Und ich nehme noch eine Zwiebel. Oh, jetzt werde ich hier richtig zum 5-Sterne-Koch. So seht ihr gerade aus. Das hier ist meine Sicht. Ihr hängt einfach an der Maisdose. Und jetzt kommt ihr auch noch da rein. Oh, ich hoffe, das fällt nicht da rein. Die Kamera. Oh nein. Das war knapp. Die ist mir einfach aus der Hand gerutscht. Die Nudeln sind fertig. Jetzt kommt der Hack des Jahres. Wow, ist das der Hack? Ja. Ist einfach nur der Top. Bevor wir jetzt aber essen, möchte ich das Bild sehen. Vorher bekommst du nichts zu futtern. Man könnte es natürlich noch ausmalen, aber siehst du den Frosch? Also, es ist ein Reh oder ist das der Frosch jetzt hier unten? Das ist wohl nicht der Frosch. Ja, ich dachte, der Frosch zieht jetzt den Karren vom Weihnachtsmann. Ah, der Frosch sitzt hier oben beim Weihnachtsmann, okay. Dann kontrollieren wir das Ganze nochmal. Den ersten Gesichtsausdruck haben wir hier. Den zweiten haben wir... Das sollte eigentlich der sein, aber okay. Der sieht aggro aus. Ja, der sieht sehr groß aus. Der Frosch ist auch da. Der Weihnachtsmann ist da. Und der Weihnachtsmann ist beim Weihnachtsmann, ne? Super, Hella! Super! Bravo! Challenge geschafft! Als Belohnung bekommst du jetzt was zu essen. Das ist echt eine kleine Portion. Also bei so einem Filtervideo wird man auch nicht satt. Genauso wie bei unseren anderen Essensvideos. Und was ist das jetzt für eine Soße? Deine Lieblingssoße mit den Lieblingszutaten. Mit Mais, Zwiebeln, Tomaten. Nice! Mehr Soße als Nudeln. Heute bei uns gibt's zu essen Basilikosoße mit Gemüse und als Beilage Nudeln. Guten Appetit. Hat es gemundet? Ja, es war sehr köstlich. Also, ich muss mir auch mal selber auf die Schulter klopfen. Hendrik Gottschalk hat das, Tom Stein hat das sehr gut gekocht. Willst du die Frisur jetzt eigentlich so lassen? Für heute auf jeden Fall. Ab morgen schauen wir mal, wie ich aufwache. Hast du noch einen Instagram-Filter oder einen TikTok-Filter? Nein. Okay, ich weiß auch nicht, was wir noch machen könnten. Obwohl, es gab noch einen Lieblingssportart oder so, aber es ist schon dunkel. Das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Ihr könnt ja nochmal ganz viele Filter, ich weiß nicht, als Link oder vielleicht schreiben, wie die heißen, in die Kommentare schreiben. Dann machen wir nochmal ein weiteres Video, wo wir dann eure Filter benutzen und einen Teil 2 drehen. Was hältst du davon? Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Oder, Hella, wir machen einen eigenen Filter. Ja, das ist auch eine Das wäre doch richtig cool. Aber was machen wir da? Ja, irgendwas mit Essen, weil wir essen ja immer ganz viel. Naja, das schauen wir mal bis zum nächsten Video und dann gesund bleiben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.